Mensch, Jan Philipp, Düsseldorfer Yachtclub, ihr habt es richtig gerockt. Zweiter gerade hier geworden im Finale der Segelbundesliga. Sag mal, was die drei Tage hier passiert ist. War ja richtig knapp für euch auch vorher vor der Liga mit dem Abstieg. Ja, definitiv. Also wir sind hier hingekommen. Unsere Hoffnung war erstmal nicht direkt absteigen, dann als zweiten Punkt Relegation abhaken. Und dann haben wir heute gemerkt, ey, hier ist noch mehr drin. Wir wollen aufs Treppchen hier. Ja. Und am Ende ist Platz 2 geworden. Das waren dann die letzten Rennen. Wie sind die Finalrennen nochmal? Oder was war da noch alles drin für euch? Ja, ich denke, wir waren ja nach den 15 Rennen waren wir auf 1. Punktgleich mit dem VSAW. Und dann haben wir im ersten Finalrennen haben wir einen richtig guten Job gemacht. Waren dann Erste. Der VSAW einen Punkt hinter uns. Aber wir wussten halt, das wird ganz knapp. Die Jungs sind echt richtig gut. Ich würde fast sagen, Ticken besser als wir. Und wir haben es dann am Ende ganz, ganz kalt ausgespielt und haben uns da besiegt. Spiel zerrissen noch, ne? Ja, im ersten Rennen ist uns der Gennaker geplatzt. Ja. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Und das ist auch gut, haben die Jungs ja auch extra. Nee, die haben auch nichts gesagt. Die haben da vorne stillschweigen bewahrt und haben gesagt, komm. Aber sag mal, die Saison jetzt im Rückblick, was ist hier besser gelaufen als an anderen Events? Mach mal im Navi, dass wir ein bisschen. Ja, ich denke ganz klar. Wir waren ja gut eingespielt, wir hatten 2 Wochenenden vorher das Training, das hat richtig viel gebracht. Genau hier auf der Alster, wir waren mit mehreren Teams unterwegs, das war einfach eingespielt, das Team war gut, wir haben gut geübt und dann lief das. Wieso seid ihr überhaupt so in Bedrängnis geraten? Ihr habt auch ein bisschen durchgetauscht und ist nicht in allen Konstellationen gut gelaufen, oder? Ja, sowohl Berlin als auch Kiel mussten wir ein bisschen neue Teams aufstellen, die hatten wenig Zeit zum Trainieren, generell war da die Personallage dünn und die hatten leider nicht das Glück, was wir manchmal halt so hatten. Hm. Ihr seid, glaube ich, einer der wenigen Vereine, die noch über kein eigenes Schiff verfügen, ist das so? Oder? Genau, wir haben kein Schiff und es wird wahrscheinlich auch nicht so sein, dass wir jetzt in Kürze eins kaufen werden, weil wir haben einfach in Düsseldorf keinen guten Standort für Segelbundesliga. Düsseldorf Rhein ist schwierig, ne? Nee, ich denke, wenn, dann wäre die einzige Chance, dann wirklich hier nach Hamburg zu legen und dann hat man halt irgendwie hier ein Schiff, was hier 500, 600 Kilometer entfernt ist, je nachdem, wo unsere Jungs hier hinkommen müssen und dann chartern wir. Seid ihr die einzigen Vertreter aus Nordrhein-Westfalen? Wieso ist das eigentlich so? Weil wir einfach die Besten in Nordrhein-Westfalen sind. Ja, ich meine jetzt eher, wieso die anderen das nicht so richtig hinkriegen. Ist ja bisher, sagen wir mal, in den Jugendklassen, ist das so, dass NRW da hinterher hängt? Ich denke, das Problem ist, in NRW haben wir sehr, sehr viele Vereine, aber wir haben wenig große Vereine. Also das heißt, es kommt aus jedem Club kommen so 1-2 Leute und es ist schwer, dann wirklich ein richtig schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. Und dann kommt halt gerade in der Bundesliga das Problem dazu. Wir haben keine Chance jetzt zum Beispiel irgendwo in NRW ein Training hinzubekommen. Wir werden jetzt im Winter wieder da nach Holland ausweichen. Okay. Das ist der einzige Weg, ein bisschen das Training fokussieren. Trainiert ihr da mit den Holländern auch zusammen? Wir genau. Haben inzwischen auch eine schlagkräftige Liga. Mit der holländischen Liga werden wir da wieder zusammen trainieren und hoffen, dass wir uns damit dann so gut vorbereiten können, dass wir im nächsten Jahr vielleicht nicht wieder in Abstiegskampf müssen. Aber ihr habt schon, mit wie vielen Steuerleuten seid ihr gesegelt? Mit 3. Mit 3, ne? Ist das schon mal ein Problem dann auch? Ich meine, ihr wollt ja auch häufiger tauschen, man muss ja auch breiter aufgestellt sein oder ist es, dass nicht jeder genug Zeit aufwenden kann? Ich denke, es wird halt immer im Sommer gerade bei uns schwer, wenn halt dann die Klausurphasen anstehen in den verschiedenen Universitäten, dann wird die Personallage echt dünn. Aber ich denke, andererseits ist es auch eigentlich der Kern dieser Liga, dass man halt auch durchtauscht. Ich finde es nicht gut, wenn hier ein Team durchzieht. Das könnten wir auch machen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Wärst du dafür, das auch zu begrenzen mit einer Regel? Ich denke, da muss sich jeder Club an die eigene Nase fassen und da selber entscheiden. Wir wollen hier auch einen Teamwettbewerb draus machen. Wir wollen das nicht, dass es ein Team ist. Dann können wir auch Klassenregatten segeln. Sag mir mal, wie das läuft so bei euch direkt an Bord. Ich meine, Taktiker ist immer ein ganz wichtiges Thema, gerade bei der Liga. Man kann das nicht allein durchziehen. So, ne? Wie macht ihr das mit eurer Konstellation? Du segelst ja auch mit deinem Bruder. Ja, mein Bruder ist als Taktiker bei uns mit an Bord. Der weiß ganz genau, wir haben ja auch viel 470er zusammen gesegelt, was ich hören möchte. Das sind halt keine klaren Ansagen, was wir machen wollen, sondern er sagt mir ganz genau, was ist, wo sind die anderen, was machen die anderen, wo ist der Wind und dann entscheiden wir zusammen, was wir machen wollen. Nun segelst du ja auch noch andere Klassen. In der Pfeife war deutscher Meister, ne? Letztes Jahr und Meister der Meister, richtig gut, ne? Ja. Klappt das überhaupt noch zeitlich parallel? Ja, letztes Jahr war auf jeden Fall sehr intensiv. Also wir haben ja im 470er nochmal versucht, richtig Gas zu geben. Es ist dann nicht ganz so aufgegangen, wie wir uns das gewünscht haben. Warum auch immer. Aber wir wollen jetzt im 505er nochmal angreifen. Wir haben uns da richtig was vorgenommen, jetzt auch für die nächste Saison. Und ich denke, das ist auch der einzige Weg, um hier richtig fit zu bleiben, weil nur Liga segeln, das ist wie gesagt nicht unsere Philosophie. Wir wollen, dass wir durchtauschen weiterhin
Und ich denke, wenn man dann sich dann auf anderen Klassen dann die Mühe gibt, dann wird das auch gut. Philipp, riesen Glückwunsch auf jeden Fall und ja, bis nächste Saison. Danke. Oh, oh, nee. Guck mal, wie gemein.